Yes. Gudsättarna. Definitivt hos en kanton där. Sitter det som heter Christoph Simon, inte 70-talte. Hans krysuf och hans lärjutsau apostrofierte. Gibben mit gängli den Mühe dem Ruf gerecht zu werden. Grüßle wie du und ich. Ein Grüßel sie hübu. Es gruset dein wirklich. Uns gruset das Grüßeli. Küssel hübu, ein grüßiger Küssel hübu. Ein Morerei in Küder hübu. Was hat der Grüßel in seinem Küder hübu? Höchste Zeit, wo dein Schöpfer dem Grüßel in seinem Küder hübu. Ein Sohn Grüßel. Ein so ein grusiger Sieg, grusige Witze, grusige Fantasie, grusige Unterhosen, keine Unterhosen, noch grusiger. Grüsselbildli, ein Sexgrüssel, ein Nacktselfiegrüssel, ein Pornogrüssel. Aber grüsseli gescheit, grüsseli gebildet und eigentlich grüsseli nett. Und gehen grüsseli frötlich. Man denkt ja gar nicht, dass der, wenn man so sieht, ging super angelegt, ging ein Lächeln für jeden, ging Ordnung ums Haus. Man denkt ja gar nicht, dass dem sein Küderkübel, dass der privat, man denkt ja gar nicht. Aber grusen tut es ihm gleich. Grusen fängt grusam. Ja, ihr glaubt es nicht, aber es gibt auch saubere Grüsle. Super und glatt. Einen, der käselt, kann ich nicht schmecken. Einen, der speiselt, kann ich nicht haben. Mit einem, der bürlet, kann man mich jagen. Einen, der säulet, schlägt mir auf den Magen. Auf einen, der böckelt, habe ich keinen Bock. Da wird eine Bockung unter dem Rock. Es muss einer sein, der hübsch und fein, der keine Geschmäckchen trägt. Juhe, es muss einer sein, der super und glatt, der keine Geschmäckchen trägt. Der böckelt nicht, der bürlet nicht, der käselt nicht, der säuret nicht, rasiert sich sämtliche Haare vom Leib für sein begehrte Barbie-Weib. Und höchstens kann ein Bärtchen stehen, für das man sieht, wo es ist ein Mann. So liebe Grüße, ganz plopp und bloß, so super und glatt und geschmäcklilos. So liebe Grüße, ganz plopp und bloß und geschmäcklilos. Nur Diese Grüsle muss man aber manchmal zuerst auf die Schliche kommen. Und wenn es gerade über ein Geschmäckchen wäre. Nasenkrimi. Du, das stinkt halt etwas. Schmeckst du nichts? Leider nicht. Hyposmie, weisst du, ich schmecke noch 20%. Aha, ja, Mama, du, das stinkt halt zu neuem. Ich würde sogar sagen, da meckelt es. Ja, wie denn? Gäselt's? Nein, nicht ganz. Gäselt's? Nein, ganz anders. Bräselt's, schmürzelt's oder nüchtelt's? Nein, es tut sehr, wie soll ich jetzt das sagen? Räukeln oder etwa säkeln? Sag noch mehr Zeug. Füllen, putzeln, pickeln. Du spinnst doch nicht in der Küche. Dann halt fischeln, gäseln, säuren und grauen wäre denkbar. Warte jetzt so fast wie warmes Brot. Bröteln gibt's das, da bröteln etwas. Ja klar, wenn der Moritz ist auf dem Kistli war und sie schiss nicht zu und deckt genau. Moritz, du grüßt und du brötelst. Merci, Papa, mein Gedanke, jetzt habe ich so in der Nase. Ganz viele Grüsle bleiben anonym. Alle wissen von ihnen, aber niemand kennt sie. Mann am Rechner. Sie sitzen am Rechner und studieren die Kurven auf dem Bildschirm, für etwas zu eruieren und möglichst erfolgreich zu publizieren. Sie sitzen am Rechner und studieren die Kurven auf dem Bildschirm und telefonieren, für möglichst erfolgreich zu investieren. Sie hocken vor dem Rechner und studieren die Kurven auf dem Bildschirm
und masturbieren. Ja, von all diesen Grüsseln, die lustvoll bis zwanghaft eines von ihnen Organ bearbeiten, sind aber die Onanisten bei weitem nicht die Schlimmsten. Etwas, was du darüber musst, ist eine Nasengrübe. Einmal lieber onanieren, unsere Bett und Wäsche verschmieren, wieder mit dem Finger trocken, seelenschwer im Zink rochen. Das Blüten kannst du knapp verhüten, dann die Brosel von diesem Kuchen olfaktorisch untersuchen. Gewisse Fülle auch geschmacklicher testen, finde ich auch das Allerbeste. Andere nach taktilen Normen, Fingerflick zu Würsteformen, die mit silberblickten Spicken auf eine schiefe Flugbahn schicken. Es ist zum Mögen, nein, zum Gögen, allen Orten kommen Bögen. Und dann jeden Tag das Zickel wegen dem pubertären Knick. Ah, das zählt sie, bist ein Röhm. Euer ist nämlich nicht nach Öl und nicht nach dem Sinn vom Leben. Eben. Oof.